So Leute, wir sind hier am Zehnfingersee heute. Der Konsti, der hat heute Geburtstag. Wir sind jetzt hier und fischen ein bisschen auf Zander und Hecht. Und wir sehen uns beim nächsten Fang. Haben es auch vorne jetzt, wo wir unsere ganze Köderfischrouten draußen haben, auch noch mal ein bisschen mit Spinnfischen probiert. Es geht jetzt heute bis jetzt leider noch nichts. Eine Pose war vorher mal ein bisschen weg. Wir wissen aber nicht, ob es genau ein Biss war. Kann auch ein Krebs gewesen sein. Ja, wir probieren es jetzt weiter und wir melden uns beim Fisch. So Leute, ich hau mal jetzt eine Karpfenrute raus, weil auf Hecht nicht so viel ging. Gucken wir mal, ob auf Karpfen was geht. So, jetzt hauen wir noch ein paar Boilies hinterher. Und dann hoffen wir, dass es Karpfen beißt, Leute. Bis gleich. Wir sind immer noch am Fischen auf Hecht, Zander, Wels. Wir haben jetzt eine Grund auf Fischfetzen, eine Karpfenrute. Aber es geht jetzt bis jetzt leider noch nichts. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Fisch. Es gibt jetzt auch gleich Essen. So, wir sind jetzt hier gerade beim Platzwechsel. Wir laufen jetzt hinterher zu so kleineren Inseln. Und da wollen wir es mal mit Spinner und Wobbler ausprobieren. Und wir haben gerade eben Mittag gemacht, schön entspannt am Weiher gegrillt. Und jetzt laufen wir noch so circa 2-3 Minuten und dann zeigen wir euch mal die Stelle. Wir sind jetzt hier am Spot. Eigentlich ein mega schöner Spot, aber leider viel Kraut wieder. Im Wasser. Hier in den Seiten auch. Wir probieren es trotzdem mal. Sonst laufen wir halt generell einfach noch ein bisschen nach da hinten. Einfach hier ein bisschen was ab. Der Fabio, der tut hier ein bisschen mit Gummi und Spinnerblatt probieren. Und ja, wir hoffen, dass noch was geht. Und ja, wir sehen uns dann. Also wir haben jetzt zurzeit 16 Uhr, die Hitze ist unerträglich, das ist brutal, die Sonne knallt runter. Wir haben uns jetzt hier einen Schatten verzogen, ein Teil. Unser Kameramann versucht noch ein paar Würfe zu machen und vielleicht noch ein Hecht rauszukriegen. Unser Fahrer war schon erfolgreich mit dem kleinen Barsch und die anderen fischen da hinten noch weiter. Wir haben jetzt unsere Routen auf Grund und Pose draußen und wir hoffen, dass noch der ein oder andere geht. Bist du im Wasser? Nein! Gudin, ja, hoch! Ja! Ja! Bist du im Wasser gewesen? Die da drüben haben einen, also der Noah. Ich glaube, die haben einen. Jawohl, ist gelandet im Kescher. Wir zeigen euch gleich den Fisch. Der Noah hat jetzt den ersten Hecht auf Spinne über dem Krautfeld, deswegen probiere ich es jetzt mit dem Frosch an derselben Stelle. Der Fabio mit einem sehr großen Gummifisch. Und einem Spinner. Und einem Spinner. Und jetzt probieren wir noch einen größeren Hecht zu fangen. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Leute, es ist jetzt schon ein bisschen später. Wir haben die Zanderrouten draußen. Die anderen sind gegangen. Ich bin jetzt hier noch, um Zander zu fangen, wie gesagt. Noah probiert noch ein, zwei Köfis zu erwischen. Wir haben noch nicht genügend. Und da haben wir jetzt auch schon direkt einen Live-Biss auf der Kamera. Ja, ein schöner. Der wird jetzt schön zum Köfifischen benutzt. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Zander oder beim nächsten Hecht. Yes, Leute, das war der Angeltag. Ja. Eigentlich nicht so gut, weil wir haben die ganze Zeit gefischt und nur ein Hecht gefangen, was nicht so gut ist. Aber immerhin ein Hecht. Und genau. Ja, wir kommen wieder und dann läuft es bestimmt besser. Ja.